Ich bin doch kein Tier. Ihr sprecht fließend Sarkasmus, das gefällt mir. Und dann wäre die Sache ja quasi geritzt. Im dritten Teil unseres Splittermond-Let's Plays machen wir uns actionreich auf einzukaufen. Also wir reden mit dem Krämer, der vielleicht Informationen hat. Ja, also ihr seid in Lauwabahn, ein kleines Dorf, ihr seht es ja auf der Karte, hat etwa 60 Häuser, so rund 300 Einwohner könnt ihr schätzen, sind aus Bruchstein errichtet, die Häuser mit Schindeln gedeckt, ist ein sehr bäuerliches Dorf, wo halt eben ein paar Handwerker sind, die den lokalen Bedarf decken, keine großen überregional bekannten Waffenschmiede oder ähnliches. Ja, wie gesagt, typisches kleines Weiler-Dorf, naja, ein bisschen größer, 300 Leute. Dorf. Ja, auf zum Krämer. Regnet es immer noch? Es nieselt heute mehr. Also trotzdem, Leute gucken eigentlich nicht wirklich sich viel um. Alles nee, es sind auch nicht viele Leute auf der Straße. Ihr seht, wir sind ja relativ früh am Morgen noch. Ihr seht manche Bauern wahrscheinlich, die lustlos unter den Augen der Soldaten aus dem Dorf gehen. Wahrscheinlich ziehen sie auf ihre Felder, sie haben Feldgeräte dabei, also Werkzeuge. Ich meine, Leben muss weitergehen. Das Wenige, was auf den Feldern steht, muss irgendwie noch dafür sorgen, das Dorf zu ernähren. Naja, ja. Wir erobern ja bald ihre Burg zurück. Aber wir wissen zwar noch nicht, was unser Plan ist, aber möglicherweise sollten wir dafür nicht erkannt werden. Deswegen ziehe ich wieder die Rochenhautkapuze tief übers Gesicht. Gut, was habt ihr? Also ihr wollt zum Krämer? Genau. Ja, das kann euch der Wirt beschreiben. Das ist nicht weit, ein paar Häuser weg. Ja. Ist offen, dann gehen wir einfach rein. Ja, könnt reingehen. Die Tür ist offen, ja. Sobald wir drin sind, schließe ich die Tür auch wieder und lehne mich von innen dagegen. Aha. Wer seid ihr denn? Neuankömmlinge, sagt ein griesgrämiger, mittelalter, glatzköpfiger Mann, der da steht und gerade was in ein Regal räumt. Mensch? Mensch, ja. Ist doch egal, wer wir sind oder nicht. Das ist mein Laden. Ich möchte gerne wissen, wen ich hier habe. Kundschaft. Mhm, das wollt ihr kaufen. Sein Name ist Norre und er kauft hier ein. Mhm. Ich gucke mich mal um. Gibt es irgendwas Interessantes? Was findest du interessant? Es gibt das ist aber ein schönes Seil hier. Sicheln, Seile, es gibt eine Leiter, die in der Ecke steht. Es gibt so Löffel, Holzgeschirr, ein bisschen. Und so, ja, was kann ich für euch tun? Mein Name ist Balan. Er wascht die Hände an einem Lappen ab. Hallo Balan, Norre bin ich. Ja, was wollt ihr kaufen? Informationen. Informationen? Wir sind ja nicht in Matandra oder so. Dorf Schwarz kriegt ihr auch am Brunnen. Ja, aber die Leute am Brunnen wurden uns nicht empfohlen, ihr schon. Wer hat mich denn empfohlen? Ist doch nicht so wichtig. Wollt ihr jetzt was kaufen oder nicht? Sagen wir es gerade heraus, wir wissen, dass ihr auch an die Räuber im Wald verkauft. Und das ist überhaupt kein Problem, wir wüssten nur gerne, wie wir sie kontaktieren. Wer hat euch das denn gesagt? Ist doch egal. Euch mag das alles egal sein, mir nicht. Das stimmt auch nicht. Wir können euch dafür bezahlen oder wir können anders an unsere Informationen gelangen. Ist ein Riegel an der Tür? Ja, ist ein Riegel. Ich persönlich favorisiere sehr stark das Bezahlen. Spart allen Seiten Ärger. Ja. Weiß mal jemand auf Diplomatie gegen 25. Das ist auch so eine Art von Diplomatie hier. Kann ich hier helfen? Ja, das unterstützt. Ich versuche halt wirklich mich so aufzubauen. Ja, ja, du unterstützt durch Drohung. Gegen was? Ich muss ja. Du dann gegen 20. Du kriegst plus 2 von mir. 15, 29, 31. Ja, okay. Ganz ordentlich. Ja, na gut. Sehe jetzt raus. Ja, ich liefere manchmal Dinge an Bea und ihre Bande. Ich kenne sie von früher, als sie noch eine Soldatin war. Aber dieser Krieg macht ja alle kaputt. Ich kann sie verstehen. Wir verurteilen euch nicht, keine Sorge. Und wir verraten auch sonst niemandem was. Ja, und was wollt ihr jetzt wissen? Wie wir mit denen Kontakt aufnehmen. Meine Frau arbeitet auf dem Feld. Sie wird kontaktiert normalerweise. Wenn sie was brauchen, dann bringt sie mir abends eine Liste mit. Und dann bringen wir es zur Köhlerhütte. Köhlerhütte, wo ist die? Köhlerhütte, am Wald.
Seht ihr da den Waldrand, da ist diese kleine Hütte. Nee, anderer Wald. Da. Ah. Okay. Wann haben Sie euch das letzte Mal kontaktiert? Vorgestern. Wie oft kontaktieren Sie euch normalerweise? Das, wenn Sie was brauchen. Das ist unregelmäßig. Ich meine, Sie versorgen sich normalerweise schon selbst. Aber wenn Sie mal, keine Ahnung, einen Krug brauchen, ein Seil oder sowas. Ist okay. Die Sachen von vorgestern, habt ihr die schon zur Kühlhütte gebracht? Ja. Heute oder gestern? Gestern. Verdammt. Hm, vielleicht waren Sie noch nicht da. Es hat furchtbar geregnet gestern. So, zumindest mal gucken, ja. Ja. Hm. Und selbst wenn nicht, können wir da vielleicht Spuren finden, wenn einer von euch sich mit sowas auskennen sollte? Das ist Boden. Der ist da. Vor allem ist es aufgeweichter Boden. Ich weiß nicht, wie viele Spuren es da noch gibt. Wie auch immer, ich mache den Riegel wieder locker. Ja. Wisst ihr, wie viele Leute Bea unter sich führt? Ja, so grob 30. Okay. Wir haben außerdem gerüchteweise gehört, dass Bea und ihre Leute auch durchaus mit den Soldaten auf der Burg. Das kann ich mir nicht Kontakt vorstellen. Sie verabscheut die. Okay. Wenn, dann höchstens mit den Söldnern. Das haben sie schon vorher gemacht. Wisst ihr, diese Söldnertruppe von Gormonda, die war ja früher im Dienst des Grafen. Und ihr kennt ja Söldner. Ihr seid ja vielleicht sogar selbst welche, wenn ich euch so angucke. Die brauchen ja manchmal Dinge, die sie so nicht offiziell bestellen können. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ah, Rauschmittel, keine Ahnung, Schnaps, solche Dinge. Ein betrunkener Söldner ist ein schlechter Söldner. Genau, und deswegen wollen sie auch nicht, dass es bekannt wird. Ich hab verstanden, das System. Das spricht dafür, dass ihr Söldner seid. Das heißt, dass die Söldner durchaus ab und zu die Burg auch mal verlassen? Kann sein, ja. Also spricht einiges dafür. Wenn sie wahrscheinlich weitermachen wie vorher, dann wird das auch so sein, ja. Okay. Gut, das heißt, nächster Stopp. Bea. Ich würde gerne ein paar von euren Seilen kaufen. Dann kommen wir doch noch ins Geschäft. Ja. Ja, ich habe nicht sehr viele. Knappes Angebot. Ja. Hier, die. Das ist sehr fest und das auch ziemlich. Ziemlich. Ich nehme das sehr fest. Ein Stück gerade abgerissen. Ja, wir kaufen ein bisschen was an Seilen. Aber ich kann das wieder fest, also das ist nur hier das Endstück, das muss ich nochmal ordentlich verdrillen, dann geht das wieder. Und hier noch 50 Telare für die Information. Und ballern, niemand sollte wissen, dass wir hier gewesen sind und diese Fragen gestellt haben. Und dafür noch mal 50 Telare. Er ist verschwindet in seinem Beutel und hat, ja, gut. Was seid, wollt ihr eigentlich? Wer seid ihr und was macht ihr? Haben wir euch nicht gerade in Lunar dafür gezahlt, dass ihr niemand... Ich sag's auch niemand weiter. Ganz versprochen. Wir sind dann mal weg. Je weniger ihr wisst, desto weniger könnt ihr in Versuchung kommen. Wollen ja nicht, dass ihr unter Folter irgendwas verratet. Mhm. Oder dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, dass ihr was wissen könntet. Und euch deswegen foltert. Wer soll mich denn foltern? Das Dorf geht doch eh vor die Hunde. Ja, aber auch noch unangenehmer wäre es mit... Folter. Ja, tschüss. Lebt wohl. Du hast so ein wiederkehrendes Thema. Draußen und zu euch so, ich verabscheue Folter, ja, aber es macht den Leuten immer so Angst. Ich glaube auch, weil sie selber nicht so wirklich wissen. Also ich musste es auch noch nie machen. Das immer sich aufbauen und sagen so, du willst doch nicht gefoltert werden, oder? Dann erzählen sie meistens alles. Super. Du bist auch größer als die meisten anderen. Das stimmt. Das hilft. Ja. Wir wollen hier weitermachen. Mhm. Kühlhütte? Oder der Schreiner. Erstens zum Schreiner, wenn wir eh gerade hier im Dorf sind. Entschuldigung. Oder Never Split the Party. Könntest du auch aufteilen. Nee, komm. Na gut. Der Schreiner ist doch sicher auf dem Weg in Richtung Kühlerhütte. Bestimmt nicht. Denn er ist Schreiner und arbeitet in einer Schreinerei. Wir gehen zum Schreiner. Also der Schreiner ist am einen Ende des Dorfs nahe dem Stadttor. Mhm. Ja, das seht ihr ja, während euer Gasthaus so auf der abgewandten Seite des Dorfes... Also ist er auf dem Weg zur Kühlhütte von uns aus gesehen. Ja, das stimmt. Während euer Gasthaus am abgewandten Ende, also zum Wald hin ist im Dorf. Mhm. Und ja, in der Mitte ist ein Dorfbrunnen und der Krämer war nahe des Gasthauses. Also ihr kommt wahrscheinlich durch die Mitte des Dorfs, betreiben sich auch einige Dörfler so rum. Am Brunnen sitzen sie, drüben Hauptes, einer zieht gerade einen Eimer raus, die anderen stehen an. Wenigstens der Brunnen funktioniert noch. Was für ein schlaffer Haufen, ey.
Der Brunnen funktioniert noch. Also ihr habt ja gut Wasser stehen. So, zu wem sagst du das? Achso, das hat niemand bemerkt. Das war dein Erzählpart. Das war mein Erzählpart. Der Brunnen funktioniert also, noch. Der Brunnen funktioniert noch und den können sie wenigstens noch nutzen. Die drohen nicht zu verdursten. Das ist der einzige Lichtblick. Wie geht's? Ziehst du nämlich zur Schreinerei? Okay. Ja. Also die kann, wenn man euch fragt, die Leute spucken beim Namen Luwin aus, aber sie weisen euch den Weg. Das ist immer gut. Sympathisches Kerlchen. Es wird sehr viel auf den Boden gespuckt in diesem Abenteuer. Ja. Es scheint hier ein örtlicher Brauch zu sein. Nicht nur örtlich. Ja, wir gehen zu Luwin. Ja, also das Stück ist offensichtlich eine Schreinerei, lagert viel Holz davor und von hinten drinnen hört ihr Hämmern, Geräusche und tok, 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 tok. Ja, wir gehen rein. Okay, klopfen hätte er wahrscheinlich eh nicht gehört. Ja. Geht dem Hämmerklopfen unter. Und es blickt auf dieser junge Mann. Hä? Wer seid ihr denn? Freunde. Ihr seid Luwin. Das stimmt. Kennt ihr uns? Nein, aber ihr kennt jemanden, den wir gerne kennenlernen würden. Ihr kennt jemanden, den wir gerne kennenlernen würden. Ja, kann sein. Wen? Gormonda. Was? Nein, nein, nein. Wer ist das? Wer ist das Gormonda? Nicht die Person, mit der ihr regelmäßig Nachtsaktivitäten geübt habt. Nachtsaktivität? Ich arbeite manchmal auch nachts, wenn ich tags nicht fertig wäre. Das stimmt. Keine bezahlten Aktivitäten, hoffentlich. Weiß nicht, was ihr meint. Kommt ihr mir nur so vor, dass ihr ein bisschen einfältig? Noch Empathie. 19. Der scheint zu doof zu sein. Okay, ja. Also der verstellt sich nicht nur. Der verstellt sich. Also es kommt dir so vor, als ob er sich nicht verstellt. Okay, dann zu den anderen. Ich glaube, der ist ein bisschen matschbirnig. Okay, dann machen wir mal Butter bei die Fische. Also das Butter bei die Fische? Das mag ich sehr gerne. Aber wir haben leider keine Butter mehr, die Vorräte sind knapp. Habt ihr Fische? Nicht mehr mit Redewendung. Das ganze Dorf weiß. Die schneiden mich alle, dabei habe ich den besten Hammer im Dorf. Ja, die schneiden euch, weil sie wissen, dass ihr was mit der Verräterin hattet. Er hat den besten Hammer im Dorf. Mit der Verräterin? Auch Gormonda sagt das. Ich selbst der Schmied grüßt mich nicht mehr, ich habe ihn immer hobeln lassen. Keine Redewendung. Also, ich will jetzt... Wie viele Gormonda euren Hammer habt ihr sie auch mal hobeln lassen oder habt ihr bei ihr gehobelt? Ihr habt mit der Vargin geschlafen, die Anführerin der Söldnerin ist, die übergelaufen ist. Oder ihr habt zumindest mit ihr getändelt und Händchen gehalten oder was auch immer hier macht. Getändelt? Konzentrier dich auf das Erste, das mit dem, du hast mit ihr geschlafen. Auch mal. Magst du sie? Sie hat weiches Fell. Zugegebenermaßen, ein Waag ist ein hervorragender Partner, wenn es nachts kalt ist. Und man gerne ich will da nicht drüber reden. Versuchst du dich gerade mit ihr anzumachen? Also, wir verurteilen euch deswegen nicht. Ihr werdet sicherlich ja nicht bewusst haben von ihren Plänen und sie auch ganz bestimmt nicht unterstützt haben. Ich glaube, du musst nicht so weit ausholen. Und auch nicht so gestiegen. Also, gerade heraus. Mag sie dich? Ja, ja. Ich will nicht drüber reden. Seht ihr euch noch? Ich sag nichts mehr. Sag mal, Luwin. Er klopft wieder einen Hammer. Ich nehme ihm den Hammer weg. Ey, ist mein Hammer. Luwin, jetzt hör bitte mal zu hier. Das ist ein guter Hammer. Fokus. Immer wollen alle meinen Hammer anfassen. Luwin, hier, schau mir in die Augen. Möchtest du, dass die Dörfler dich wieder mögen? Ich will mit dem Dorf eigentlich nichts mehr zu tun haben. Warum? Wir sind alle, ja, weil die, ich habe nichts gemacht und auf einmal behandeln die mich, als ob ich die Pest hätte. Aber du weißt, was Gormonda gemacht hat. Wann? Burg vor wenigen Tagen. Ja, sie hat gesagt, die haben ja viel Geld geboten und sie braucht Geld, damit wir uns in Zukunft aufbauen. Sie hat dir das gesagt, davor oder danach? Sie hat mir das erklärt. Wann? Nachher, wann? Du hast Kontakt mit ihr, ja? Du hast gerade gesagt.
Ich habe nicht gesagt, dass ich Kontakt mit ihr hatte. Du hast gesagt, sie hat es dir erzählt. Ja. Hat sie von der Mauer runtergeschrien? Nein. Wo habt ihr geredet? Wo? Wir haben nicht geredet. Sie hat dir geschrieben. Nein, du kannst lesen. Sie hat mir nicht geschrieben. Also was hat sie getan? Flaggenzeichen gegeben? Lichtzeichen. Habt ihr einen magischen Kontakt? Was? Was ist das? Vergiss es. Wir versuchen es mal einfach direkt. Wie hat sie dich informiert? Informiert, wirklich. So. Sie hat gesagt, sie hat das nur gemacht, damit wir eine Zukunft haben. Wir bauen uns was auf in einer Stadt, wo uns keiner kennt. Und da kriege ich eine große Werkstatt. Und da kann ich arbeiten, ohne dass alle mich verurteilen. Das nur, ist wirklich schön. Ich mag Wagen selbst, ich verurteile dich nicht. Ich mag euch nicht, obwohl ihr ein Wag seid. Ich mag nicht alle Wagen. Willst du mal ein Fell fühlen? Ihr seid sehr hoch und unfreundlich. Und es duftet. Oh, ihr riecht wirklich gut. Manchmal leuchte ich auch. Luwin, wir wollen ja nichts Böses. Weißt du, uns geht es ja gar nicht drum, um dich und um Gormonda. Sollt ihr euch doch ein schönes Leben machen. Aber siehst du all die Leute draußen, die sterben? Die haben ja nichts mehr zu essen bald. Das stimmt. Und du mochtest die doch mal auch, oder nicht? Ja, aber jetzt mag ich den nicht mehr. Ja, aber willst du deswegen, dass sie sterben? Ich meine, das gibt doch... Ist mir egal. Ist es das wirklich, Luwin? Ist es das? Sterben ist ja schon hart auch für die. Aber vielleicht verhungern. Was macht euch so sicher, dass Luwin euch nicht ausgenutzt hat? Hey, Gormonda. Ich bin Luwin. Gormonda dich ausgenutzt hat? Naja, sie hat... gesagt, dass sie mich liebt und dass wir eine Zukunft haben und dass wir in die Stadt gehen. Ja, und jetzt ist sie in der Burg. Für uns bald. Ja, sie brauchen noch Zeit. Wie hat sie dir das gesagt? Ich sag nix. Doch! Das habe ich ihr versprochen. Luwin, wir werden dafür sorgen, dass diese Söldner auf der Burg ganz schnell nicht mehr in der Burg sind und dass der Graf wieder dort sitzt. Und wenn du uns nicht hilfst, kann sein, dass wir... Aber der Graf bestraft bestimmt Gormonda. Nicht, wenn wir ein gutes Wort für sie einlegen. Wenn wir hingegen rein müssen, kann es passieren, dass wir Gormonda töten müssen. Und ich würde das ungern tun, wenn sie ein weiches Fell hat. Willst du das? Willst du ihr Blut an deinen Händen kleben haben? Ihr bringt mich in ein... Zwickmühle. Das Wort, das du suchst, ist Zwickmühle. Das wollte ich nicht sagen. Ich weiß, du wolltest Dilemma sagen, aber versuch es gar nicht erst. Dilemma, das habe ich schon mal gehört. Ich glaube, es war von einem Schäfer. Oder? Weil das macht ja Sinn. Weil Dilemma, der Schäfer... Fokus, Luwin, Fokus. Wir waren gerade dabei. Möchtest du, dass ich Gormonda umbringen muss? Nein. Ja, also, dann musst du uns helfen. Aber ich neige langsam dazu. Na gut. Das ist aber auch anstrengend mit euch. Es erhitzt mich ganz. Er nimmt so einen Lappen und macht so ein besser Coke Light Glieferantenmanier, streift sich den Schweiß ab und legt das über seine Schulter. So, also was jetzt? Luwin, du wolltest uns sagen, wie Gormonda mit dir geredet hat. Ja, aber ihr passiert nichts. Wir versuchen beim Grafen... Ihr passiert nichts. Ja. Und wir... Ich kriege eine Werkstatt in der Stadt. Ja, sicher. Alles, was du willst. Und so viele Lämmer. Ihr redet nicht ernst mit mir. Ich bin nicht doof. Ihr erzählt mir irgendwas. Ihr kriegt alles, was ihr wollt. Ihr müsst dafür sorgen... Moment. Gormonda hat doch gesagt, dass du das kriegst. Warum soll... Wenn wir dafür sorgen, dass es Gormonda gut geht, kriegst du das doch von ihr, oder nicht? Und Gormonda, sie hat dich doch kaum angelogen. Ich können hier gehen, ohne dass uns was passiert. Und wir ziehen in der Stadt und ich kriege eine Werkstatt. Wenn Gormonda uns hilft... Gut, ich treffe mich ab und zu mit ihr. Wann das nächste Mal? Ein Moment. Ich habe den starken Drang, mir diesen Hammer, diesen wirklich sehr schönen, prächtigen Hammer über den Schädel zu ziehen. Möchtest du auch? Tu es nicht. Noch nicht. Zurückhalten. Wir brauchen ihn noch. Nein, mir, nicht ihm, mir. Ich habe von ihr gesagt, kriegt, wann sie Patrouillengänge macht und dann trifft sie mich und hat mich auch schon einmal mit in die Burg genommen. Wann und wo? Das nächste Mal. Wann? Morgen wieder. Gut. Wann morgen? Morgen Nacht. Du wirst uns dann mitnehmen und du wirst uns zusammenbringen mit Gormonda, damit wir mit ihr reden können. Und ich verspreche dir, dass ich sie nicht töten werde. Hand drauf. Ja, ich gebe ihm meine Hand.
Und ich zwinke dem Gnom zu. Ihr habt eine sehr weiche Hand. Ich ziehe die Hand schnell zurück. Na gut. Das stimmt, ist doch ein attraktives Kerlchen. Ich möchte das alles nur hinter mir lassen. Diese Coke-Light-Typen. Ich möchte das alles nur hinter mir lassen. Wird Zeit, dass das vorbei ist hier. Ja, ja. Morgen Abend kommt ihr her, ich nehme euch mit. Ja. Ja. Aber wir müssen uns rausschleichen. Ja, das ist in Ordnung, ja. Das schaffen wir. Hier ist dein Hammer. Ja, oh mein Gott, das ist die anstrengendste Frage, die ich seit Monaten hatte. Gut, vielleicht sollten wir uns jetzt schon mal absprechen. Wir versuchen wirklich erst mit ihr zu reden, richtig? Ob sie käuflich ist, wieder für die andere Seite. Wenn sie auch so ist wie er. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie ihn für seinen Intellekt mochte. Sondern für... Hast du seinen muskulösen Arm nicht gesehen? Menschen sind immer so bräulich. Wenn also, sie stark sind. Sie war ja clever genug, sich hier so einen Deal auszuhandeln und ihrem Burkhard in den Rücken zu fallen. Ich glaube, mit ihr kann man schon verhandeln. Wir sollten uns aber vorher mit dem Grafen nochmal absprechen, ob wir tatsächlich die Rückversicherung haben, dass er sie gehen lässt. Ja. Ach, der Graf hat nicht wirklich eine Wahl. Wir sollten das trotzdem klären, dass ihm klar ist, dass er keine Wahl hat. Also ich bin der Meinung, dass wir auch durchaus sagen können, oh, ach je, da ist sie uns doch glatt entfleucht. So was ist wahrscheinlich schon über alle Berge. Wir sollten trotzdem erst mit dem Grafen reden, denke ich. Ich denke auch, dass der Graf mit sich reden lässt. Er will seine Burg zurück, er will seine Leute hier... Ich habe nicht mehr wirklich viel Lust, mit noch mehr Leuten zu reden. Und wir müssen wahrscheinlich noch mit den Räubern reden. Gute Güte. Vielleicht sollten wir es jetzt machen. Das werden wir als erstes tun. Bevor bei dir irgendwas dazu führt, dass du Leute einfach umbringen willst. Schnell alle Gespräche abhacken. Ja. Schlimmer kann es nicht werden. Warte ab. Wo wollt ihr hin? Köhlerhütte. Also ihr geht aufs Tor zu, das ist geschlossen, aber die Soldaten nicken euch zu und machen auf das Tor und auch ihre Waffen. Und ihr könnt rausgehen. Ja? Ich drück einem von den paar Telare in die Hand. Wir kommen auch wieder. Gut. Ihr könnt öfter wiederkommen. Sagt er und steckt die Telare ein. Gut, ich würde sagen, wir gehen so leicht im Bogen, dass wir nicht im Sichtfeld des Herlagers unbedingt liegen. Ja. Und dann zur Köhlerhütte einfach geradewegs. Gut. Ja, ist eine Köhlerhütte, also eine Höhle, ist verlassen. Also ist momentan keiner drin, kommt ja auch kein Rauch aus dem Schornstein. Sieht jetzt aber noch nicht runtergekommen oder irgendwie zerstört aus, aber so von außen, als ob jetzt länger keiner mehr vielleicht da gelebt hat zumindest. Haben wir daran gedacht, den Krämer zu fragen, wo genau er die Sachen für die Räuber versteckt? Nein, habt ihr nicht dran gedacht. Dann schauen wir uns doch mal selber um. Ja, dann schaut euch doch mal um, macht doch einmal eine Wahrnehmungsprobe. Seid ihr draußen oder drin? Erstmal draußen. Erstmal draußen. Erstmal draußen, ja. 26. Ich lasse euch das mal machen. Mach das mal, ne? Du stehst alle, da. Die wollen. Sieht ästhetisch aus, als hätte ich weiches Fell. Okay. Was für ein Wagentyp bist du denn eher? So wolfig-pelzig? Ich habe so graue, schwarz-graues Fell. Ja, also dir fällt auch für so eine verlassene Hütte, das merkt ihr beide. Ihr seht relativ verdrückt dafür den Boden. Und es war ja schlammig, ne? Also das ist ja alles durchweich. Es sind relativ viele Stiefelabdrücke und so, was man jetzt bei so einer verlassenen Hütte nicht denken würde. Und die auch durchaus zur Eingangstür der Köhlerhütte führen. Das ist auf jeden Fall schon geholt, ja. Ja. Ja, das ist so das, was euch jetzt erstmal blendet. Ihr könntet wahrscheinlich ihr könntet vermutlich auch Spuren folgen, die nicht zum Dorf führen. Also ihr seht, dass nicht alle Spuren zum Dorf führen, sondern auch der Boden ist halt matschig, da kann man nicht gut seine Spuren verwischen. Svenja, kennst du dich mit Spurensuche auch aus? Nope. Dann versuchen wir es wohl mal alle gemeinsam. Wollen wir nicht erstmal in die Hütte reingehen? Na gut. Also einfach kurz reingucken? Ja, könnt aufmachen. Okay. Es stehen 5 Räuber. Ja, die ist ja gerade drin, schneiden so ein Käserad auf. Ja, also geht in die Hütte rein. Einmal kurz. Ja, ist eine leere Hütte. Sie ist erstaunlich gut erhalten. Also sieht innen ein bisschen besser aus als außen, aber sieht jetzt nicht
bewohnt oder sowas aus. Es ist halt einfach ein ordentlicher Raum, er ist leidlich trocken. Ja, man hat sogar gesehen, eine Stelle regnet es rein, da hat jemand einen Eimer hingestellt drunter. Und ansonsten, ja, auf den ersten Blick leerer Raum. Wenn ihr wollt, könnt ihr Wahrnehmung werfen. Mhm. Mach hier mal. 28. Ja, du mit deiner 28, was dir direkt auffällt, ist unter einem Tisch, über dem sogar eine Tischdecke liegt, die bis zum Boden geht, fast auffällig. Ja, guckst du nämlich drunter mit deiner 28 untersuchst du das und siehst ja, da steht eine Truhe drunter. Die ist aber nicht verschlossen. Ich klapp sie auf. Die ist auch leer. Hm, das ist dann wohl, wo sie die Sachen. Ja. Aber es ist halt so, dass man auf den ersten Blick sie nicht erkennt. Ja, riechen tust du da nicht. Hm. Patzer. Patzer? Ich glaube, du bist dir ziemlich sicher, dass irgendwo noch ein geheimes Versteck in diesem Raum sein muss. Dass ich auf jeden Fall du jetzt auch suchen muss. Du suchst relativ lang, verliest dabei einige Zeit. Ja. Sven, hier, können wir jetzt vielleicht mal weiter? Nein, wirklich, ganz ernsthaft, ich habe hier was gesehen. Du hast schon an drei verschiedenen Stellen versucht, den Boden aufzubuddeln. Ich muss nur die richtige Stelle finden. Nicht jedes Problem lässt sich durch Graben lösen. Aber viele. Wie wäre es, wenn wir versuchen, diese komischen Abdrücke im Gelände zu untersuchen? Dafür. Seit wann sind wir hier eine Demokratie? Sind wir nicht? Stimmt, wir entscheiden jetzt einfach. Okay. Lauf geht.